Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Haul. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kamen öfter Hauls. Aber mein letzter Haul liegt schon wieder ziemlich lange zurück, weil ich ja in letzter Zeit eher unregelmäßig hochgeladen habe und so. Ja, und die Sachen, die ich jetzt alle habe für diesen Haul, die liegen auch schon 2-3 Monate bei mir rum. Es ist einfach Wahnsinn. Keine Ahnung, ich komme einfach in letzter Zeit immer nicht dazu zum Drehen. Vor allem, wenn das Wetter nicht gut ist. Und wenn das Wetter mal gut ist, dann muss ich arbeiten. Wie auch immer, long story short. Ich fange jetzt einfach direkt an. Als erstes habe ich mal wieder seit langem gefühlt bei ASOS bestellt. Und zwar habe ich mir dort eine Kette bestellt, die ich so unglaublich schön fand, dass ich dachte, oh Gott, die muss ich haben. Und zwar ist es so eine goldene Kette. Die sieht so aus. Mega geil eigentlich. Und zwar hat die hier so ein kleines, naja, wie so ein Schloss halt einfach. Das ist schon mega cool. Und auch dieses Ding zum Verschließen sieht halt auch irgendwie ganz geil aus. Dann trägt man die Kette quasi so. Ist gerade etwas doof, weil ich hier gerade noch die Choker umhabe. Aber so ungefähr sieht diese Kette dann aus. Und die fand ich eigentlich ganz geil. Hätten mir ein bisschen gewünscht, dass sie ein kleines bisschen länger ist. Aber an sich finde ich die trotzdem so auch schon mega schön. Gefällt mir richtig gut. Dann habe ich mir bei ASOS noch was von Monki geholt. Und zwar ist das so ein Oversize-Shirt, was quasi wie so ein T-Shirt-Kleid ist. Und sowas wollte ich schon immer mal haben. Und das ist jetzt eine M. Das, was ich auch normal eigentlich immer trage. Und ja, das fand ich so geil. Das hat mir so gut gefallen. Ist halt ein richtiges T-Shirt-Kleid, so richtig oversized. Meine Mama hat schon wieder gesagt, es sieht aus wie ein Nachthemd. Ja, durch dieses Streifenmuster wahrscheinlich. Aber ich finde das so geil, weil es halt einfach was Bequemes ist und was Entspanntes. Und es hat mir halt richtig gut gefallen. Und dafür, dass es halt, also es ist halt wirklich oversized. Es ist halt eine M und es ist bei mir auf jeden Fall oversized, obwohl M mir teilweise manchmal auch nur gerade so passt. Ich schwanke immer zwischen L und M. Mega geil auf jeden Fall. Habe ich mich richtig gefreut, als es angekommen ist. Und es tat mir sogar richtig weh, dass es jetzt so lange bei mir im Schrank lag. Und jetzt ist eigentlich schon fast gar keine Saison mehr für T-Shirt-Kleider. Aber vielleicht kann ich es trotzdem noch irgendwie mit einbinden. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt-Kleid geholt, was ein kleines bisschen kürzer ist, glaube ich, und auch ein kleines bisschen enger. Aber das mochte ich so gerne. Und das ist aber eine Nummer größer. Das ist jetzt zum Beispiel eine L. Fällt aber auf jeden Fall kleiner aus. Und da ist ein Mond und eine Sonne drauf. Reclaimed Vintage. Und das fand ich auch mega schön irgendwie. Könnte man auch fast sagen, dass es vielleicht ein Nachthemd ist, dadurch, dass eine Sonne und ein Mond drauf ist. Aber nein. Ich fand das auch richtig schön. Hat mir auch richtig gut gefallen. Deswegen habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall auch haben. Das finde ich nämlich auch ganz süß. Ja, ich kann mich auch gar nicht entscheiden, welches ich besser finde. Das andere ist für mich auf jeden Fall mehr oversized. Aber das hier mag ich halt einfach unglaublich. Von diesem Aufdruck finde ich das so toll. Gefällt mir halt einfach richtig gut. Dann habe ich mir noch dazu bestellt, ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie was gekostet hat, damit ich auf irgendeine bestimmte Summe kam. Vielleicht hat es 5 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir das ASOS Magazin bestellt. Und zwar von Everything Spring 19. Ist ein englisches Magazin, aber da ist KJ Apa drauf. Das ist der, der bei Riverdale Archie spielt. Und dann dachte ich, ja komm, die Zeitschrift kann ich mir ja mal mitnehmen. Nee, den mochte ich eigentlich immer ganz gerne. So, ich finde ihn eigentlich ganz hot. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Zeitschrift, habe ich gedacht. Ich habe in meinem Zimmer so ein Stapel Zeitschriften, den ich immer so rumzuliegen habe. Und wenn jemand zu Besuch ist, kann er immer mal reingucken. Und da könnte man ja eigentlich auch mal so reingucken zwischendurch. Ich würde hier nämlich auf jeden Fall hier auch gerne mal reinschauen, weil ich hatte noch nie eine ASOS-Schreibzeitschrift. Deswegen, ja, mal gucken, was hier so Spannendes drinsteht. Vor allem, was für ein Interview er geführt hat. Interessiert mich auf jeden Fall. Dann habe ich mal wieder bei mir im Laden bei Depot 2 Sachen gekauft, die runtergesetzt waren. Die waren jeweils 70% reduziert. Und zwar war das einmal ein Nackenkissen mit Kapuze. Das hat eigentlich 24,99 gekostet und war dann halt 70% reduziert.
Also quasi minus 17,50 €. Und das fand ich so geil. Hier seht ihr nochmal 24,99 €, 70%. Ja, Nackenkissen mit Kapuze. Denn ich hatte mal ein Nackenkissen, was ich aber nicht mehr finde, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich in letzter Zeit wieder viel unterwegs war, vor allem auch wenn man fliegt und so, finde ich, ist es immer eine wichtige Sache, einfach ein Nackenkissen zu haben. Und ich finde meins nicht mehr und habe auch einfach keins mehr. Und deswegen dachte ich, ist das eigentlich eine geile Idee. Und das sieht halt auch noch stylisch aus. Und ich kann im Flugzeug auch noch die Kapuze aufsetzen und dann kann ich da so schön schlafen. Das ist so geil einfach. Sieht auch noch einfach mega stylisch aus. Und so kann mich keiner stören. Und dann ist es auch noch dunkel, so ein bisschen dunkler auf jeden Fall. Und dann kann ich so ein Schläfchen machen. Finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz geil. Also es ist eigentlich mal ein Nackenkissen, was sogar mega stylisch ist. Es sieht geil, wie meine Haare aussehen. Ich habe die geile Kapuze auf. Ja, und dann ist ja aber auch noch enthalten solche Aufkleber, die man anscheinend hier mit draufkleben kann, was ich wahrscheinlich nicht machen werde. Einmal, please quiet, I am sleeping. Normally I fly first class. Dann bitte keine Fotos, einmal durchgestrichen. Dann, there is a VIP behind this hood. Oder please wake me up for food. Ja, Mann. Oder hier, do not disturb. Eigentlich voll die geilen Aufkleber, aber ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich hier raufklebe. Vor allem bin ich mir gar nicht sicher, ob man die dann wieder abmachen kann und wieder ranmachen kann. Und ob die dann auch immer noch genauso halten. Kissen mit den beigelegten Stickern verzieren. Also so sollte man das hier quasi ungefähr machen. Ja, keine Ahnung, ob ich das auch so nutze, aber das Nackenkissen an sich werde ich auf jeden Fall nutzen. Schaut doch mal, wie cool das einfach ist. Und ich habe endlich mal wieder ein Nackenkissen, richtig geil. Und dann habe ich mir noch einen Dekokranz. Der hat eigentlich 49,99 € gekostet und da gab es aber auch 70% Rabatt. Seht ihr das auch nochmal, 49,99 € und 70%. Und zwar ist das so ein Dekokranz mit Rosen. Oh, der hat mich schon angelächelt, als er bei uns noch nicht reduziert war. Und ich war die ganze Zeit immer so, 49,99 € ist arg teuer. Und ich war die ganze Zeit, ach, keine Ahnung. Und als ich dann eine Weile gewartet habe, oder beziehungsweise, die haben auch kaum Leute gekauft, dann war er auf 50%. Das haben dann zwar mehr Leute gekauft, aber auch nicht so richtig viel, erst als auf 70% war. Und den letzten habe ich mir dann einfach genommen. Und den letzten habe ich dann einfach gekauft, den letzten Dekokranz. Ich weiß nicht, könnte man natürlich an eine Wand packen, ist ganz schön. Ich habe mir eigentlich überlegt, ich habe unter meinem Fernseher, da sind so Kerzen, also so Teelichter und dann stehen da Fotos von meinen Großeltern und so. Und dann habe ich gedacht, dass ich da so ein bisschen dekoriere und das da vielleicht mit drauf mache. Mal gucken, so ganz habe ich mir immer noch nicht überlegt, wo ich das hinmachen will, obwohl es jetzt schon seit knapp 3 Monaten oder so bei mir rumliegt. Ja, ich weiß noch nicht. Oder sogar mehr als 3 Monate. Ist ja auch egal. Mal schauen, was ich, wo genau ich das hinmache. Aber mein Plan war es eigentlich genau, das dort unter diesem Fernsehtisch zu machen. Auf diesem Fernsehtisch, was auch immer. Dann habe ich mal wieder bei Douglas bestellt. Und zwar gab es auf manche Dinge Rabatt. Also generell war bei Douglas, glaube ich, im Moment schon wieder so, dass bestimmte Dinge einfach runtergesetzt waren, was ganz geil war. Und ich hatte irgendwie nochmal einen Rabattcode, der aber auch nur auf bestimmte Produkte ging. Das erste Produkt, was ich gekauft habe, darauf gab es keinen Rabatt. Aber das brauchte ich unbedingt, denn es vervollständigt meine Sammlung. Und zwar ist es das Ariana Grande Parfüm. Thank you, next. Das habe ich für 29,99 € gekauft. Didi. Die Ari. Denn wenn ihr mich schon länger verfolgt oder auch mein Hauls wenigstens schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich Ariana Grande Parfüms unendlich liebe, aber ich liebe auch Ariana. Mein letzten Haul, wo ich das letzte Ariana Parfüm gekauft habe, der ist bestimmt in der Infobox und in der Infokarte verlinkt. Und als sie Thank You Next rausgebracht hat, habe ich gedacht, das muss ich mir unbedingt kaufen, wenn das bei uns erhältlich ist. Weil dieses Packaging alleine schon so übel geil ist, aber das finde ich bei Ariana eh immer geil. Und zwar ist das in so einem gebrochenen Herz drinnen quasi. Dann kann man das so rausholen. Hier ist das gebrochene Herz. Und hier steht drauf Ariana Grande. Auch vor allem schon wieder der Deckel, ganz geil. XO, XO ist da drauf einfach. Richtig nice. Und hier oben wieder dieses gebrochene Herz. Oh, das riecht richtig geil. Es riecht blumig. Aber auch sehr feminin.
richtig, richtig geil. Ist nicht so süß wie die anderen Ariana Grande Parfüms. Die sind alle viel, viel süßer. Aber, oh, richtig schön. Und wie gesagt, dieses Packaging. Traumhaft. Dann habe ich mir endlich mal gekauft, weil das schon ewig auf meinem Wunschzettel ist. Ich habe davon nur so geile YouTube-Videos gesehen und es war ständig ausverkauft. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn ich es nicht sofort haben kann, weil ich eh nicht oft Make-up benutze oder getönte Tagescremes. Aber ich habe jetzt gedacht, es ist gerade mal wieder verfügbar und erhältlich. Ich will mir das jetzt endlich mal kaufen. Und zwar ist das von Origins. Und zwar ein Energy Boosting Tinted Moisturizer. Also es ist wie eine getönte Tagescreme quasi, aber übelst feuchtigkeitsspendend. Und die soll richtig gut sein. Die ist sogar mit SPF 40. Also eigentlich ist es ein super Ding im Sommer. Und ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. So sieht das Ganze aus. Ja, ich bin mega gespannt, das mal auszuprobieren. Das soll sich quasi auch an jeden Hauttyp irgendwie anpassen, glaube ich. Weil es gibt keine Hauttypen kann man da aussuchen oder so. Hier steht auch Sheer Tint Release Tint Naturel. Also es ist, es passt sich wohl irgendwie dem Hautton an und sieht wohl immer gut aus. Wenn ich mir jetzt so hier das Innere angucke, sieht das eher ziemlich, ja, gräulich, grünlich, dunkel aus. Ich bin gespannt, wenn ich das zum ersten Mal ausprobiere. Und vor allem eben Moisturizing braucht meine Haut. Und ignoriert einfach diesen Pickel auf meiner Stirn. Er nervt mich selber, ich kann ihn nicht abdecken. Also da freue ich mich mega drauf, da bin ich sehr gespannt. Und das letzte, was ich mir bei Douglas geholt habe. Die Origins Creme hat eigentlich 31,49 gekostet. Ich glaube, das war schon wieder so eine Rabattaktion. Und ich habe dann mit meinem Rabattcode irgendwie dann auch nur noch 26,77 bezahlt. Und dann habe ich mir nochmal einen MAC-Lippenstift zugelegt. Der hat eigentlich 21,50 gekostet. Ich habe nur noch 18,27 bezahlt. Ja, das ist der hier. Candy Yum Yum. Und ich weiß, dass Shireen David den früher tot getragen hat, kann man so sagen. Das war ihr absoluter Lieblings-MAC-Lippenstift. Candy Yum Yum. Oder Candy Yum Yum. Ich glaube Yum Yum. Hier auch nochmal. Und ich habe gedacht, na, wenn der so geil ist, er sieht halt auch einfach geil, mega pink aus. Ja, schaut ihn euch an, er ist einfach... Es ist ein knalliges Pink eigentlich, aber richtig geil. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass Shireen den früher super oft getragen hat. Den hat man ja ständig auf ihren Lippen gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob der zu ihrem blonden Haar hat er immer mega gepasst. Ich weiß gar nicht, ob der zu meiner Haarfarbe jetzt passt. Aber mir egal, so ein knalliges Pink ist auf jeden Fall my attitude und deswegen mega nice. Dann habe ich mir nochmal was bei Depot gekauft und zwar hatten wir bei Depot zwei Limited Edition Sachen. Wir haben jetzt schon wieder neue Limited Edition Sachen, aber die gefallen mir nicht so gut wie die zwei, die ich mir geholt habe. Die haben eigentlich jeweils 29,99 gekostet, habe aber Personalrabatt bekommen, was dann natürlich minus 15 Euro sind, was richtig gut ist. Statt 59,98 insgesamt habe ich jetzt nur noch 44,98 bezahlt, was mega geil ist. Und zwar einmal dieses Ipuru, das nennt sich Flower Bouquet. Das riecht so unendlich gut und dann habe ich gedacht, das war auch so schnell, also am Anfang hat es irgendwie keiner gekauft, hatte ich das Gefühl, und dann war es mega schnell ausverkauft. Das riecht halt unendlich gut, ist halt auch noch meine Farbe und einfach richtig schön. Barfuß durch einen blühenden Sommergarten tanzen, den zarten, blumigen Duft des Frühjahrs einatmen und wie neugeboren der Wintertristesse entfliehen. Mega geil. Dadurch, dass es eine Limited Edition ist, ist das das Einzige, was ich haben kann. Andere gibt es nicht mehr, das war eine Limited Edition, ist somit raus. Hier oben steht es auch nochmal, Limited Edition. Es ist sehr schade, dass das das Einzige sein wird, was ich jemals besitzen werde. Aber dann ist das so. Vor allem auch ist das Packaging richtig schön gemacht davon. Zeige ich euch bestimmt mal in einem Vlog oder so mit so einem Kettchen dran und so. Eigentlich richtig, richtig schön. Ist auch gleich das Große. Und das andere, die andere Limited Edition, nennt sich Ipuro Shades of Summer. Das ist mittlerweile auch das Letzte, was wir nur noch bei uns im Laden haben. Also haben wir auch gar nicht mehr bei uns im Laden. Die beiden habe ich auch nicht bei uns im Laden gekauft, sondern in einer anderen Filiale, weil ich da mal ausgeholfen habe. Hier steht drauf, Take me to the paradise. Lass dich ins tropische Paradies entführen. Der warme, unverkennbare Duft des Sommers zeigt dir den Weg zu unendlicher Freiheit. Und das riecht so unendlich gut. Es riecht so ein bisschen so Lemongrass-mäßig, was ich sonst immer schwierig finde. Aber das hier ist der Shit, das riecht so gut.
Das finde ich auch vom Packaging eigentlich ganz geil. Auch die Flasche sieht ganz schön aus. Wie gesagt, zeige ich euch alles bestimmt mal in einem Vlog oder so. Richtig, richtig toll. Also generell, beide Ipuros, beide Limited Editions, werde ich nicht mehr haben können. Aber ich habe wenigstens jeweils noch eine Flasche ergattern können. Und da bin ich sehr happy drüber und freue mich schon, das Ganze irgendwo aufzustellen, obwohl ich es gar nicht möchte, weil ich Angst habe, wenn es dann leer ist, ist es für immer leer. Aber ja, die sind so toll. Und dann habe ich mir noch ein bisschen später bei uns im Laden für jeweils 3,99 und dadurch, dass ja Personalrabatt war, gab es insgesamt 2 Euro Rabatt nochmal für die beiden Sachen noch so Deko-Tabletts geholt. Ich habe mir für die anderen Ikuro-Sachen nie Deko-Tabletts geholt. Aber dafür habe ich mir jetzt Deko-Tabletts geholt, weil die einfach super dazu gepasst haben. Und zwar einmal dieses rosane und einmal dieses grüne. Hier seht ihr nochmal, normalerweise 3,99. Ja, das rosane passt halt super zu dem Flower-Duft quasi. Und das grüne super zu diesem Summer-Green-Gedöns-Duft. Also es passt, die passen einfach super. Und dafür will ich dann auch diese Teller nutzen, wenn ich die beiden Ipuros aufstelle. Diese beiden Deko-Teller oder Deko-Tabletts. Ja, richtig, richtig toll. Dann habe ich mal wieder bei Wish bestellt. Wie immer eigentlich. In jedem Haul kommt mittlerweile eigentlich irgendwas von Wish. Und zwar habe ich da schon Ewigkeiten ein T-Shirt drauf gehabt, was ich mir jetzt endlich mal geholt habe. Und zwar ist es dieses. Das hat jetzt 5 Euro und 5 Euro Versand gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ich dachte, dass es mehr gelb ist statt orange. Auf dem Bild sah es für mich immer mehr gelb aus. Orange habe ich eigentlich gar nichts im Schrank und orange ist eigentlich nicht meine Farbe. Aber ich muss sagen, für diesen Aufspruch oder diesen Spruch und Aufdruck auf diesem Shirt drücke ich da mal ein Auge zu, weil das finde ich halt mega cool. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, das Shirt ist mehr gelb statt orange, aber es ist in Ordnung. Da steht übrigens drauf, why be racist, sexist, homophobic or transphobic when you could just be quiet? Fand ich irgendwie mega geil und habe gedacht, that's it. Und deswegen, ja, musste ich das Shirt auf jeden Fall haben. Und habe gedacht, auch als es ankam und ich dachte, oh schade, es ist nicht gelb, sondern orange, war ich trotzdem mir egal, dadurch, dass es einfach der Aufdruck macht alles wett. Dann habe ich mir noch ein Shirt gekauft und zwar ist es das hier. Das hat 3,80 Euro und 5 Euro Versand gekostet. Das fand ich ganz geil. Das ist wie so ein Gaming-Shirt, Playhand. Ich bin nicht der übelste Gamer. Ich gucke unglaublich gerne Let's Plays und gucke auch gerne Leuten beim Spielen zu. Selber habe ich eine Zeit lang auch gespielt, aber nie intensiv und viel und lange und doll. Aber ich fand das geil, weil so ein bisschen dieses ja, das Gamepad so an den Brüsten quasi. So, das, sowas mag ich immer. Ich finde das immer super. Gefällt mir immer richtig gut. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, das bestelle ich mir einfach auch noch. Hat mir halt richtig gut gefallen. Ja, fand ich ganz nice. Und dann habe ich mir noch ein Shirt bei Wish bestellt. Und zwar ist es dieses. Das hat 2 Euro und 3 Euro Versand gekostet. Und das war halt einfach genau... Also das ist dieser Spruch, das bin ich. Und zwar steht drauf, I speak fluent sarcasm. Ja, es ist, ich benutze so oft Sarkasmus, wenn ich rede. Und das verstehen viele Leute mal gar nicht und denken, das ist super ernst gemeint, was ich sage. Ja, und viele Leute verstehen meinen Sarkasmus null. Und das ist immer so, so schwierig. Ja, und nehmen immer alles viel zu ernst, was ich sage. Und deswegen dachte ich, ist das Shirt eigentlich super, wenn ich das anziehe. Weil dann schneiden die Leute wahrscheinlich, dass ich nicht alles ernst meine, was ich sage. Klar, gibt es auch Sachen, die ich sage, die ich ernst meine. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist halt, dafür ist es Sarkasmus. Dann habe ich mir 2 Paar Ohrringe bei Wish bestellt. Und es kamen 3 Paar an. Ich weiß, what the fuck. Die beiden haben jeweils 0 Euro und 2 Euro Versand gekostet. Und zwar habe ich mir diese Ohrringe gekauft, wo man hinten so eine Glaskugel dran hat und da ist dann hinten noch was drin. Ich sehe das immer bei der besten Freundin von meiner Mom, die trägt so eine Ohrringe ständig. Und die fand ich halt auch ganz cool, weil vorne so Rosen dran sind und dann hinten diese Glaskugel eben mit diesem blauen Streuzeug drin, mit den Sternen. Das halt in blau
Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mir die in rosa oder in rot dann noch bestellt habe. Auf jeden Fall war eine Sache dabei, die habe ich mir nicht bestellt. Entweder habe ich mir die rosanen nicht bestellt oder die roten nicht bestellt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zwischendurch hätte ich gedacht, vielleicht habe ich mir doch alles bestellt, aber in meinem Bestellverlauf stehen nur zwei Sachen drin. Deswegen bin ich jetzt total verwirrt. Ja, einmal halt quasi das gleiche nochmal in rosa und das gleiche nochmal in rot. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ich mir blau und rosa bestellt habe, weil das meine Lieblingsfarben sind. Aber andererseits glaube ich halt rot, weil ich rote Rosen am schönsten finde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt irgendwas davon umsonst hatte oder ja, ob ich doch irgendwas doch mitbezahlt habe. Keine Ahnung, ist auch egal. Bei den Preisen ist mir das auch relativ wumpe. Ich hätte wahrscheinlich so oder so das eine davon eh noch gekauft. Und es sind sehr schöne Ohrringe. Dann habe ich mir was gekauft, was gerade total überall rumgeht. Das haben viele Influencer. Und eine Freundin von mir, und zwar Maria aus der Berufsschule, die hat mir da auch gleich nochmal einen Link von Wish geschickt, weil die meinte, ja, das kann ich mal ausprobieren. Und ich hatte eh vor, das auszuprobieren. Und dann habe ich mir das jetzt endlich mal bestellt. Und zwar ist es so eine Mini-Waschmaschine für Pinsel und Beauty-Blender. Die hat jetzt 3 Euro und 3 Euro Versand gekostet. Haben schon viele Leute ausprobiert. Ich überlege auch mal ein Video damit zu machen und das Ganze in einem Video auszuprobieren, diese Mini-Waschmaschine. Deswegen will ich die auch noch gar nicht aufmachen. Vielleicht mache ich darüber nochmal ein Video. Ja, ich fand das irgendwie auch richtig cool und will das unbedingt mal ausprobieren. Mal gucken, wie das so ist, ob das auch so funktioniert. Und ich habe mir bisher auch nur ein Video, glaube ich, angeguckt, wo Leute das ausprobiert haben. Und zwar das Video von Unlikely, von Ellie und Laura. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch keins mehr angeschaut. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich haargenau die gleiche habe, die die haben. Ich glaube, die haben ihre auch bei Wish bestellt. Oder haben sie die bei Emma? Ist ja auch egal. Ist wahrscheinlich im Endeffekt trotzdem irgendwie alles das Gleiche. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Ich bin sehr gespannt. Kommt auf jeden Fall mal in einem Video. Dann habe ich mir bei Wish nochmal Ohrringe bestellt. Und zwar zweimal jeweils für 0 Euro und 3 Euro Versand. Weil ich mir diese Ohrringe wieder einmal in Silber und einmal in Gold bestellt habe. Das ist, ich weiß nicht, ob man dazu noch sagen kann, Mini-Kreolen. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch Kreolen zu sagen kann. Die sind halt übel klein. Aber ich dachte, zwischendurch vielleicht auch mal kleine Ohrringe zu tragen, würde mir halt auch nicht schaden. Und ist vielleicht auch mal eine ganz coole Sache. Ja, und ich freue mich schon, die zu tragen. Ist vielleicht auch mal was Dezentes. Und im Alltag trage ich eh nicht so mega große Ohrringe. Deswegen, ja, ein paar kleine süße Ohrringe. Dann habe ich mir noch eine Kette bei Wish bestellt. Die fand ich auch richtig schön. Die hat 0 Euro und 3 Euro Versand gekostet. Das sind wieder quasi so mehrere Ketten, aber in einer. Auch wieder so in Gold. Richtig schön. Und da war so ein... Also da sind so coole Sachen dran, ne? So symbolmäßig. Einmal das hier. Dann das hier. So eine Palme. Dann mein geliebtes Kreuz. Dann wieder sowas, wo Maria drauf ist. Und hier nochmal in größer. Ja, richtig, richtig geil. So mehrere Ketten in einem finde ich irgendwie auch ganz geil. Und vielleicht lässt sich die auch cool mit der von ASOS kombinieren. Von ASOS, Entschuldigung, mit der Kette. Ja, auf jeden Fall mega, mega schön. Dachte ich, muss ich haben. Und dann habe ich mir nochmal zweimal Ohrringe bestellt. Jeweils für 0 Euro und 2 Euro Versand. Auch wieder zweimal, weil wieder einmal in Silber und einmal in Gold. Ich packe jetzt mal nur die silbernen aus, um euch zu zeigen, wie die aussehen. Die goldenen sehen halt genauso aus wie bloß nur in Gold. Und zwar sind es auch wie so Kreolen, aber die haben halt noch so ein, ja, Ding mit dran. Das heißt, es sieht dann so aus, wenn man das trägt. Irgendwie ganz geil. So sieht es von hinten aus. Ja, eigentlich ganz cool. Und das habe ich mir jeweils in Silber und in Gold bestellt. Einfach, weil ich mal wieder mich nicht entscheiden konnte. Und ich fand das irgendwie eine coole Aufmachung. Habe ich so noch nie gesehen. Deswegen habe ich gedacht, oh, das muss ich haben. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich bei Hello Buddy bestellt. Vielleicht habt ihr mein Unboxing schon gesehen. Das ist wahrscheinlich in der Infobox und in der Infokarte. Das ist mein erstes Unboxing gewesen.
Also nicht generell, sondern das erste, zu dem wir hier in dem Video kommen. Und so habe ich mir ein krasses Set bestellt, wo auch Sachen drin waren, die ich schon hatte. Die habe ich weiter verschenkt und habe damit Freunden und Familie eine Freude gemacht. Und ich zeige jetzt natürlich die Sachen, die ich behalten habe. Also wie gesagt, aus dem ersten Set, was ich mir bestellt habe, habe ich einmal das Coco Glam Pink Body Scrub behalten und einmal das Coco Cream Body Butter oder die Coco Cream Body Butter, so, Butter. Ja, beides aus, also aus beides diese Kokossachen. Eigentlich sind ja alles diese Kokossachen, weil ich ja bisher auch schon Kokosprodukte habe. Mein letzter Haul, wo ich euch Hello Body Produkte gezeigt habe, der ist bestimmt in der Infobox und in der Infokarte. Ja, ist auch schon eine Weile her und ich bin bisher mit den Hello Body Produkten sehr zufrieden und ich freue mich schon, sowohl das Scrub auszuprobieren als auch die Body Butter. Also sowohl das Body Scrub als auch die Body Butter. Ja, das hier ist auch pink, das macht das Scrub, das macht es halt irgendwie noch geiler als wie bei dem Lip Scrub, was ja auch pink ist. Ja, ich freue mich schon, einfach mal meinen ganzen Körper zu peelen und dann mit Body Butter einzureiben. Freue ich mich richtig, richtig drauf. Ich freue mich sowieso, wenn ich mal wieder einen Tag für mich Zeit habe, wo ich meinen kompletten Körper verwöhnen kann. Dann kann ich nicht nur die Hello Body Produkte für mein Gesicht benutzen, sondern für meinen ganzen Körper. Darauf freue ich mich mega. Dann hatte ich nämlich noch drinne die Coco Day Detox Daily Face Cream. Ich habe davon ja diese Nachtcreme und das war ja eigentlich mein größter Wunsch, schon immer mal die Day Cream davon zu haben, weil ich die Nachtcreme ganz geil finde und ich will auch unbedingt eine Day Cream haben. Das war eigentlich der überwiegende Grund, warum ich mir eigentlich dieses Set bestellt habe. Klar, weil es noch viele Sachen dazu gab, was ja auch ganz geil ist. Und ja, ist auch mit so einem Pumpspender wie bei der Night Cream richtig, richtig geil. Ich freue mich schon, diese Tagescreme dafür auszuprobieren, weil die Nachtcreme finde ich gut. Und dann habe ich auch endlich meine Tagescreme von Hello Body. Und dann hatte ich noch drinne einmal eine Face Mask und zwar nennt die sich Coco Wow French Pink Clay Mattifying Face Mask. Also eine Clay Mask sozusagen. Enthält Pink Clay und Kaolin, welche Schadstoffe und überschüssige Hautfett absorbieren. Magnolienextrakt mit antibakteriellen Eigenschaften und entzündungshemmenden Panthenol bekämpfen Breakouts. Richtig, richtig geil. Wie lange muss man die einwirken lassen? 7 bis 10 Minuten. Anwendung ein bis dreimal pro Woche nach der Gesichtsreinigung. Auch richtig, richtig nice. Sieht auch richtig schön aus. Coco Wow. Get your wow on. Richtig, richtig nice. Ich habe ja schon so Clay-Masken ausprobiert, aber in Pink sehen die natürlich noch geiler aus. Normale Clay-Masken sehen immer so, ja, wie Scheiß auf dem Gesicht aus, ne? Und in Pink macht es das Ganze natürlich schöner. Es ist eh egal, wie es aussieht. Das heißt ja nur, dass es gut ist. Aber die ist halt schon fertig angemischt. Ich habe in meinem Schrank eine, die muss ich selber anmischen mit Wasser. Das ist nur dieses Clay Powder. Und dann mache ich selber noch Teebaumöl ran. Ja, das ist das einzige Problem bei dem Ganzen, dass ich das alles selber anmischen muss. Deswegen finde ich es cool, dass ich hier jetzt erstmal eine habe, die ich nicht selber anmischen muss. Weil mein Problem ist immer, dass ich dieses Mischverhältnis einfach immer nicht so richtig gut hinkriege. Ja, ich habe gedacht, das ist einfacher. Und das andere in dem Set war die Coco Luxe Luxe Gold Cream Face Mask. Das ist eine Face Mask mit Gold. Also hier steht auch extra nochmal drauf: Sheerbutter, Kokos und Mandelöl sowie 24 Karat Goldpartikel für eine reichhaltige Pflegekur für eine reichhaltige Pflegekur der Luxusklasse. Mega geil. Ich bin selber sehr gespannt, das mal auszuprobieren. Vielleicht probiere ich diese ganzen Produkte auch wieder vor der Kamera aus, so wie ich das immer mit den Hello Body Produkten gemacht habe bisher. Vielleicht mache ich das bei denen dann auch, um euch zu zeigen, wie die Produkte so bei mir sind. Und jetzt kommen wir zum zweiten Set, was ich mir beim zweiten Mal bestellt habe bei Hello Body. Also bei meiner zweiten Bestellung vor kurzem, wie auch immer. Also die zweite von meinen letzten Bestellungen, ist ja auch egal. Ja, und daraus habe ich für mich nur drei Sachen mitgenommen, die drei Sachen, die ich noch nicht hatte. Und zwar ist das einmal das Coco Glow Coffee and Coconut Body Scrub. Richtig geil, das ist ein Kokosnuss- und Kaffee-Scrub, was so geil ist, weil ich habe ja fürs Gesicht auch immer dieses Coffee-Scrub. Und dieses Kaffee-Peeling und das finde ich so geil, diese Mischung aus Kokosnuss und Kaffee. Und das halt nochmal für den Body finde ich auch richtig nice.
Körperpeeling mit Kaffee, Kakao und natürlichen Ölen. Richtig, richtig nice. Ja, jetzt habe ich quasi zwei Körper-Scrubs, aber das eine ist halt pink und das hier ist halt nochmal so ein Kaffee-Kokosnuss-Body-Scrub und Kakao. Ja, also da freue ich mich auch richtig drauf. Einmal meinen kompletten Körper peelen und fühlen und oh, richtig geil. Freue ich mich richtig hart drauf. So, so nice. Dann habe ich mir daraus noch mitgenommen eine Coco Shine Hydrating Hair Mask. Das erste Produkt auch für die Haare von Hello Body, was ich besitze. Ich weiß gar nicht, ob es deren einziges Produkt ist. Hydrating Hair Mask hört sich auch gut an. Meine Haare brauchen viel Feuchtigkeit und 30 Minuten einwirken lassen. 15 Minuten vor der Anwendung in den Kühlschrank legen. Richtig, richtig geil. Da freue ich mich schon richtig hart drauf, die auch mal auszuprobieren, weil ich glaube, meine Haare können das auf jeden Fall gebrauchen. Freue ich mich so drauf. Schön. Einfach toll. Ihr merkt einfach wahrscheinlich gerade, ich finde diese Hello Body Produkte bisher so gut. Alles, was ich bisher für mein Gesicht, meine Lippen, meine Hände benutzt habe, fand ich bisher schon immer gut. Deswegen bin ich auch eigentlich der Überzeugung, dass alles andere, was ich mir jetzt noch geholt habe, wahrscheinlich auch gut wirken wird. Denn das letzte, was noch drin war in meinem letzten Set, war das Coco Slim Body Oil. Also ein Körperöl, was ich auch unbedingt mal ausprobieren wollte. Das könnte ich zum Beispiel auch gut nach dem Scrub verwenden. Das Pink Scrub kann ich ja verwenden und benutze danach die Body Butter. Und das Coffee Scrub kann ich ja benutzen und danach dann das Kokosöl benutzen. Ja, Avocado, Kokos, Jojoba, Hagebuttensamen und süßes Mandelöl. Der perfekte Cocktail für straffe und hydratisierte Haut. Und man trägt es auf die feuchte Haut auf, deswegen auch richtig geil. Vor allem sieht es auch mega geil aus, weil es wie so eine Sprühflasche ist, was, glaube ich, das Öl nochmal, finde ich, einfacher aufzutragen lässt. Mega nice. Ja, das zu meinen Hello Body Produkten und auch generell jetzt zu allen Sachen, die ich mir schon wieder in den letzten Monaten geholt habe. Aber ich, wie gesagt, ich kam nicht dazu, ein Haul zu drehen und jetzt kam ich endlich dazu und freue mich endlich, die Produkte alle auszuprobieren. Es ist einfach unglaublich, wirklich. Ich freue mich da übel drauf, jetzt die ganzen Produkte zu benutzen, auszuprobieren, anzuziehen. Ja, alles, was ich so gekauft habe. Ja, denn das war es nämlich auch jetzt mit meinem Haul. Es war eine Menge irgendwie, aber ich habe versucht, das Ganze so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht war es auch einfach zu schnell. Aber weil ich weiß, dass in letzter Zeit die Hauls einfach zu lang geworden sind. Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, ich versuche das alles ein bisschen runterzubrechen und nicht mehr ganz so viel dazu zu sagen. Und also ich versuche trotzdem noch viel zu den Produkten zu sagen, aber nicht mehr zu viel, weil sonst wird das hier immer alles viel zu lang und ich weiß sonst immer gar nicht, wann ich wie wo was machen soll. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn euch meine Videos generell gefallen, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Hier oben kommt ihr zu meinem letzten Haul. Hier unten kommt ihr zu meiner Haul-Playlist, falls ihr den letzten schon gesehen habt, aber vielleicht die davor verpasst habt. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir uns bei einem weiteren Video von mir wiedersehen. Muss ja nicht unbedingt ein Haul sein, kann ja auch ein anderes Video sein. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem weiteren Video von mir wiedersehen. Ciao!